Dann fangen wir an. Seid ihr bereit? Ja. Hoffentlich. Lena auch, ja. Alle elf, oder? Nichts anderes erwarte ich hier von uns beiden. Essen hat über 1 Million Einwohner. Ist das richtig oder ist das falsch? Lena, das weißt du, oder? Das weiß ich nicht. Kommst du aus der... Nein. Das ist falsch. Wie ging das Hinspiel in der letzten Saison aus? Boah, das Hinspiel. Das war eindeutig. Ja. 7-1. Und wie das Rückspiel? Wir müssen drücken, wir haben nur 7 Sekunden Zeit. Ja. 4-0. Das Rückspiel, weißt du das noch? Das Rückspiel war knapp, das war 3-0. Du musst buzzern. 3-0. Welche Farbe hatten Essens Trikots im Rückspiel? Dieses Gelbe oder Neongelb, ja. Ja. So dunkel, also schwarz, lila. Also es war ein dunkles Lila, fast schwarz. Welche Wölfin kam im Sommer von der SGS zum VfL? Lena Oberdorf. Obi. Lena Oberdorf. Welche Rückennummer trug Lena bei Essen? Die hat das gestern noch gesagt. 8. Welche Spielerin traf im Pokalfinale zum 1-0 für die SGS? Lea Schüller. Lea Schüller? Welche Farbe hatten unsere Trikots im Pokalfinale? Schwarz. Ah, die Farbe schwarz. Vor 2020 war Essen schon mal im Pokalfinale. Wann war das? 2014 waren wir nämlich Champions League. 2014. Was haben wir jetzt? 20? Ja. 16. Okay, mach. 15. Wer war damals der Gegner? FC Bayern. Frankfurt. Wie ging das Spiel aus? Das Pokalendspiel? Bayern hat gewonnen. Glück. 2-0 für Bayern. Frankfurt hat gewonnen. Ja, Frankfurt hat gewonnen. Sag es. Frankfurt hat gewonnen. 2-0. Dankeschön. Bei diesem Essenspiel haben wir uns doch beim Essen drüber unterhalten. Ja, aber das nicht 7-0. Oder 5-1. Es war 5-1. Ja. Es war 5-1. Ja. Mann. Und Frankfurt hat 3-0 gewonnen. Das ist blöd. Das war so eine kreative Antwort. Das hat gewonnen. Kacke. Oh, Mann. Aber wir machen noch weiter. Okay. Ach so, ich dachte, wir sind fertig. Ich dachte,